Und damit herzlich willkommen hier bei Habo Olympia 2020, der Neuauflage von 2016. Hashtag im Zeichen der Ringe. Viel Spaß hier auf Marchip TV und im habo.de. Und damit herzlich willkommen hier am Freitag, den 7.8. bei meinem Spiel hier bei Habo Olympia 2020. Und zwar handelt es sich jetzt hier um Pet Soccer und wir haben jetzt schon die Gruppen ausgelost bekommen, liebe Leute. Die zeige ich euch direkt mal. Gruppe A, Simmich, Bubu und Skinner. Gruppe B bin ich mit Sukram und Emir. Hier geht es also darum, dass wir jetzt gleich mit Pets spielen. Das heißt, zwei Tiere werden jetzt gleich aufs Feld geschickt und die dürfen dann gleich Tore erzielen. Am besten natürlich ins Tor, wo natürlich jetzt nicht das eigene Tor ist, sondern am besten im Tor des Gegners. Aber es passieren natürlich oft Eigentore. Wir warten einfach mal ab. Wir schauen auch einfach mal, wie das jetzt hier gleich läuft. Und wir beginnen dann gleich erst mit Gruppe B. Und danach geht es dann weiter mit Gruppe A. Und ich zeige euch ja, ein paar Spielchen. Und nachher natürlich das Final. Die Finals natürlich. Genau. Also wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es weiter los geht. Außerdem ist das Olympia-Velodrom schon ein bisschen gut gefüllt. 13 Leute gerade da. Jetzt erstmal die erste Partie zwischen Emir und Sukram. So, also wir haben jetzt die ersten Spieler hier auf dem Feld. Emir gegen Sukram und Emir hat ein Pferd eingesetzt und ein Terrier. Und der gute Sukram zwei Gnome. Richtig geil. Und wir spielen jetzt 2x2 Minuten. Und danach gibt es dann schon die erste Entscheidung hier in Gruppe B, wer das erste Spiel für sich entschieden hat. Mal sehen, wie das wird, ihr Lieben. Wir haben es sehr oft getestet, Basti und ich, sowie Skinner. Und wir sind schon auf die Idee gekommen, dass es eine gute Idee ist so und dass man das so anbieten kann. Jetzt geht's also los. Und es geht jetzt los. Das Pferd läuft auf jeden Fall darauf zu. Auf das Tor von den Gnomen. Die Gnome, ja, bleiben da jetzt blöd stehen. Was passiert da? Das ist jetzt so die Frage. Sukram versucht ein bisschen Einfluss auf das Ganze zu nehmen. Funktioniert nicht. Ach, der Terrier ist da auch noch drauf. Die Gnome auf jeden Fall gerade ein bisschen verwirrt. Der Terrier möchte da kein Tor erzielen. Das ist natürlich nicht so gut für Emir. Emirs Tiere machen gerade kaum was. Der Terrier bleibt einfach nur auf dem Ball sitzen. Mal schauen, ob sich das gleich ändert. Er muss eigentlich nur einen Schritt gehen. Dann kann da schon das Gegentor fallen. Und er läuft einfach weg. Okay. Jetzt der Gnom. Gibt es ein Eigentor? Oder schießt sein Terrier noch das Tor? Oh oh. Oh oh. Jetzt wird es spannend. Macht dieser Terrier in der ersten Halbzeit noch das Tor oder gibt es kein Tor? Was passiert da jetzt? Schießt er noch in den nächsten 30 Sekunden das Tor? Das ist jetzt hier die Frage. Und es passiert da nichts. Wow. Die Gnome sind, glaube ich, nicht so gut geeignet für dieses Spiel. Ich habe da ja schon meine Favoriten. Wir gucken gleich mal, wie die zweite Halbzeit wird. Also eher bisher ein, ja, recht ausgeglichenes Spiel. So, zweite Halbzeit jetzt. Es gab einen Wechsel bei Emir. Er hat das Schwein von mir ausgewählt und hat dafür sein Terrier rausgemacht. Jetzt das Pferd mit der Chance zum 1:0. Fällt hier im ersten Spiel endlich das 1:0.
in der zweiten Halbzeit, die Gnome machen das sehr, sehr gut in der Defense. Stehen da gut, liegen da gut. Also es sieht gar nicht so verkehrt aus für den guten Sukram. Das Pferd kann ja auch noch wegrennen. Wir schauen einfach gleich mal drauf, was da gleich noch passiert. Die Gnome, man muss es auch so sagen, sind sehr, sehr faul. Das ist dann sehr, sehr schwierig auch mit denen da durchzukommen. Und das Pferd macht fast das 1:0 für Emir. Man muss gucken. Man kann unterschiedliche Tiere nutzen. Man muss nicht nur ein Tier nutzen, man kann auch unterschiedliche nehmen. Und je nach Tier, ja, gestaltet sich so ein Spiel. Andere Tiere sind eventuell auch ein bisschen aktiver drauf. Aber es ist noch nichts gefallen, noch kein Tor. Sukra mit seinen Gnomen könnte vielleicht jetzt Pech haben. Der Ball ist auf jeden Fall recht ganz nah am Tor. Wir hatten auch schon mal in der Testphase Spiele, wo richtig viele Tore gefallen sind. Also total zufällig das Ganze, was hier passiert. Und scheinbar bleibt es hier beim 0:0 in diesem Gruppenspiel. Mal schauen, wie es jetzt gleich aussieht bei der nächsten Partie. Wer da gegeneinander spielt, werdet ihr gleich erfahren. So, als nächstes gibt es jetzt die Partie Sukram gegen Chipmunks 90. Ich habe jetzt die Chance, eventuell was gut zu machen gegen Sukram. Ich habe jetzt meine Hasen eingesetzt. Mal schauen, wen Sukram einsetzt. So, und jetzt geht's hier los bei dem Spiel hier zwischen den Gnomen und den Hasen. Ich bin echt mal gespannt, wer das Ding hier holt. Und das 1:0 hier für Gnom. Wie heißt der? Simba. Wow, das ist schlecht für mich. Nicht so gut. Da muss jetzt auf jeden Fall irgendwas geändert werden, so schnell wie möglich. Ich hoffe sehr, dass die Hasen da irgendwas machen. Die Hasen bisher nicht so gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Gnome irgendwas machen. Dass die das so gut hier ausspielen. Es ist natürlich ein Luck-Game, aber ja. Einfach der Wahnsinn. Da sind diese Gnome sowas von träge und dann machen sie direkt das 1:0 gegen mich. Warum geht das mit den Hasen gerade nicht so gut? Ich dachte, das klappt. Da muss doch irgendwas gehen. Kann dieser Hase jetzt nicht einfach irgendwie gegen diesen Ball treten? Dann fällt vielleicht das 1:1. Aber bisher sieht es nicht so gut aus. Komm schon. Du stehst ja schon gut, weißer Hase. Mach jetzt bitte irgendwas, Bruder. Mach irgendwas. Die Gnome stehen halt wieder hinten rum. Jetzt haben wir vielleicht Glück. Komm. Ah, er läuft einfach wieder außen rum. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wahrscheinlich wird es jetzt in der ersten Halbzeit beim 1:0 bleiben. Scheiße. Aber gut, zweite Halbzeit ist ja auch noch was drin. Jetzt gibt es den Seitenwechsel. Und jetzt gibt's also die zweite Halbzeit und mein Vogel macht da auf jeden Fall schon mal eine gute Figur, bringt den Ball schon mal etwas nach vorne. Mir wäre jetzt auf jeden Fall ein Schuss sehr, sehr wichtig. Und er schießt den Ball rein! Sauber!
Und das Spiel geht gleich sofort weiter. Boah, 1 zu 1, sehr wichtig. Also mit dem Wechsel wollte ich das genauso bewirken, dass die Tauben, glaube ich, sind das, genau, dass die Tauben da sofort eine Antwort liefern. Jetzt stehen die Tauben halt nur ein bisschen blöd. Die stehen jetzt auf der Seite meines Kontrahenten Sukram. Wir brauchen da schon ein bisschen Defense. Vielleicht jetzt einfach nur laufen. Lauf einfach nur. Bella, lauf. Oh, das ist so geil. Und jetzt vielleicht das 2 zu 1. Wieso macht er das Ding nicht? Komm schon, einer muss da nur noch hinrennen. Noch 50 Sekunden. Und jetzt vielleicht. Bella, schieß ihn. Und Bella schießt nicht. Wir haben noch 35 Sekunden. Und das Viech möchte einfach jetzt nicht das Tor machen. Kann man nicht Training machen? Oh mein Gott, was geht hier ab? Fällt noch das Tor oder bleibt es hier beim Unentschieden? Hier in Gruppe B. 9 Sekunden noch. Ich glaube, das bleibt beim 1-1. Oder nicht? Oh! 1-1! Was geht hier ab? Sukram mit seinem zweiten Unentschieden. Also gleich sehen wir uns dann wieder beim nächsten Game hier in Gruppe B. Und jetzt also das dritte Gruppenspiel hier insgesamt. Emir gegen Chipmunks. Emir mit seinem Terrier und mit seinem Pferd. Und ich habe meine Täubchen hier am Start. Und das Tor für Emir. Alter, was ist da denn los? Das Pferd direkt mit dem Tor, direkt mit der Antwort. Egal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Tauben können da vielleicht noch ein bisschen was ausrichten hier bei diesem Spiel. Nein, nicht der Terrier, nicht der Terrier. Und das Pferd blockt. Das Pferd blockt die Situation. Oh mein Gott, eigenes Tor verhindert. Oh nee. 2 zu 0. Ich glaube, das könnte schon zu Ende sein, das Ganze hier. Wenn ich jetzt verliere, dann sind Emir und Sukram weiter in der nächsten Runde. Das wäre bitter. Jetzt muss die Zeit natürlich angehalten werden. Jetzt geht's weiter. 2 zu 1. Boah, ist das gut. Es ist so wichtig, dass das 1 zu 2 passiert ist. Die Taube schießt den einfach rein. Das kann noch spannend werden. Wer kommt hier weiter? Das ist die Frage. Der Ball liegt jetzt recht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte schießt den nicht selber rein, liebe Leute. Schießt den da bitte nicht selber rein. Und das Tor, 2 zu 2. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Die Tauben bringen dem Emir richtig um den Verstand. Alter, was ist denn hier los? Neben mir läuft gerade die Champions League und hier läuft jetzt Pet Soccer. Und ich bin gerade richtig mit Pet Soccer vereint. Also Wahnsinn, oder? Und das nächste Tor, 3 zu 2. Hier geht ja was ab. Hier geht ja richtig was ab, Alter. 50 Sekunden. 50 Sekunden noch hier in der ersten Halbzeit. Was ist hier los, liebe Leute? Was ist hier los? Der Ball liegt, glaube ich, jetzt wieder. Ich hoffe sehr, dass es jetzt reicht für uns, für Team Germany. Vielleicht habe ich jetzt sehr Glück. Richtig viel Feuer hier in dem Game. 3 Tore direkt nach den 2 Toren von Emir. Das ist eine spannende Kiste hier. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so gut. Boah, ist das spannend.
Ja, das Ding muss ich jetzt gewinnen, dann bin ich auch weiter. Und am besten jetzt noch einen Schuss zum 4:2, dann haben wir fast die Vorentscheidung erstmal. Jetzt gleich erstmal Seitenwechsel. Bitte kein Gegentor mehr. Nee. Also gleich die zweite Halbzeit. So, zweite Halbzeit läuft. 3:2 für die Tauben immer noch. Jetzt muss natürlich der Ball auch noch in die Mitte. Und dann kann es direkt weitergehen. So, bitte lasst es beim 3:2 stehen. Oh mein Gott. Das 3:3. Emir holt sich das nächste Tor. Wie gesagt, gewinnt Emir, bin ich aus der Gruppe raus. Dann war es das hier mit Olympia 2020. 4:3. Was geht hier bitte ab? Was geht hier bitte ab? 1:44 noch. 1:44. Team Germany könnte es packen. Es kann aber auch immer noch so sein, dass Emil das packt, das Ganze. Meine Tauben können da noch was reißen, denke ich. Vielleicht noch ein Tor. Dann haben wir so ein bisschen die Entscheidung vielleicht schon. Ja, das Pferd steht halt vorne rum. Hat da bisher noch nicht viel gemacht. Schießen, einfach schießen. Noch eine Minute. Eine Minute noch Zeit für mich. Bisher läuft das Spiel ganz klar für mich und so soll es natürlich auch sein. Ja, sehr gut. Einfach den Ball nach vorne dreschen. 50 Sekunden noch. Das wäre ein wichtiger Sieg nach dem Unentschieden. 40 noch. Und die Entscheidung. 5:3. Wow. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Jetzt noch 35. Am besten, es bleibt beim 5:3 jetzt einfach. Oder wir machen jetzt noch ein Eigentor. Ach, keine Ahnung. Schauen wir mal. Schieß noch einmal drauf, dann haben wir vielleicht das 6:3. Oh, nee. 5:4, noch 20. 20 Sekunden noch bis zur Entscheidung. Wer gewinnt dieses Spiel? 15. Meine Tiere stehen ganz gut, denke ich. Defense steht. Defense steht, denke ich. Da wird nichts mehr anbrennen. Das Pferd will gar nichts mehr machen. Steht da die ganze Zeit rum. Nee, das war's. 5:4 gewonnen. Sehr schön. Und mal gucken, was Basti gleich schreibt. Damit bin ich auf Platz 1 gekommen. Sukram auf Platz 2 und Emir auf Platz 3. So, und jetzt läuft noch Gruppe A zwischen Simmich und Bubu. Startet das Ganze. Skinner ist dann noch mit dabei in der Gruppe. Und Eileen. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Genau. Jetzt also das Spiel zwischen Bubu mit den Gnomen und Simmich mit dem Eisbären und Löwen. Also, das könnte eventuell eine coole Sache werden. Erstes Eigentor 1:0 für Bubu. Mal gucken, ob Bubu heute beim Luck Game wieder sein Glück findet. Simmich für Japan bisher leider noch nichts geholt. Ihm würde ich das auch mal gönnen. Das ist jetzt eine Vierergruppe. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Da ist natürlich jeder Punkt sehr wichtig. Und wie sieht's aus? Kriegt Bubu sein Gegentor vom Eisbären oder gibt's gar nichts jetzt hier? Die Gnome sitzen einfach herum. Und es passiert nichts. Das könnte bis zum Ende so laufen und dann bleibt es beim 1:0 für Bubu Boy. Und das wäre natürlich ganz, ganz hart. Eine ganz bittere Kiste, wenn das der Fall ist. Aber warten wir es ab. Die Eisbären machen nichts, aber sein Gnom. Nächstes Eigentor 1:1.
1:1 zwischen Bubu Boy und Simmich. Was passiert hier noch? Die Gnome sitzen auf jeden Fall neben dem Ball. Genauso. Ja, sein Eisbär geht in die Defense, möchte wahrscheinlich versuchen, den Ball ein bisschen abzuwehren. Man weiß ja nie, was da gleich passiert. Die Gnome blocken sich ein bisschen selber. Das könnte ein Eigentor geben. Diese Befehle müssen nicht immer gut sein. Liebe Leute, die Befehle müssen nicht immer gut sein. Da kann immer auch schnell ein Gegentor passieren. Erste Halbzeit ist rum, 1:1 zwischen Simmich und Bubu Boy. Jetzt also die zweite Halbzeit zwischen Bubu Boy und Simmich. Simmich hat auf jeden Fall den Ausgleich in der ersten Halbzeit geschossen. War wichtig. Oh, was eine Defense! Wow, das war eine starke Defense vom Löwen. Nicht schlecht. Kann sich sehen lassen. Das war natürlich ein Fund gerade vom Eisbären, vom Gnomen. Und sein Löwe, ja, macht das ganz gut. Aber jetzt sind alle auf der Hälfte von Bubu. Natürlich nicht da, wo der Ball ist. Ja, warten wir es mal ab. Und das Gegentor, oder was passiert hier? Macht der Eisbär vielleicht doch noch eine gute Sache daraus? Er muss eigentlich nur einmal nach rechts tippeln und dann den Ball schießen. Und das macht er gut. Spiel Fußball, befiehlt er. Und das ist gut. Noch 40 Sekunden. Dann ist das Spiel hier vorbei. Bleibt es beim 1:1 hier im ersten Gruppenspiel bei der Gruppe A? Das ist hier die Frage. Die Frage stellen wir uns jetzt hier. Immer noch nichts. 15 Sekunden noch. 10. Und es bleibt beim 1:1. Und jetzt gibt es das zweite Gruppenspiel in Gruppe A zwischen Flower und Skinner, also Australien gegen Deutschland. Man sieht die Hunde auf jeden Fall für Skinner im Einsatz und für Flower einmal das Häschen und dann noch... ist das auch eine Katze? Ja, eine Katze. Und das 1:0 für Skinner. Starke Leistung. 1:0 für Skinner 59. Nicht schlecht. Die Führung also auch hier für Deutschland. Heute sind Medaillen für Deutschland sehr, sehr wichtig. Holen wir heute Gold, könnte man die Türkei noch irgendwie stürzen im Medaillenspiegel. Deswegen ist das schon ein wichtiger Wettkampf heute. Und jetzt der Hund gegen die Katze. Defense steht. Eileen mit ein bisschen Pech. Aber Australien kann da ja noch ein bisschen was machen am heutigen Abend. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Selbst meine Tiere sind ja beim 2:0 noch rangekommen. Muss man ja auch gesagt haben. 2:0 geführt, der gute Emir, und dann am Ende 6:4 gewonnen. Also es kann in die Richtung gehen, aber es kann auch in die Richtung gehen, dass es 0:0 wird. Ein langweiliges Spiel. Jetzt allerdings haben wir hier immer noch das 1:0 für Skinner 59. David im Moment mit dem 2:0. Was geht hier ab? 2:0 für David. Eigentor durch den Häschen. Und jetzt haben wir noch die letzten 45 Sekunden, bis es dann gleich in die zweite Halbzeit geht.
45 Sekunden, das 3 zu 0. Also da geht es auf jeden Fall richtig zur Sache zwischen den beiden. Noch 23 Sekunden. Die Hunde machen das gut. Also ich muss sagen, solide Leistung bisher von Skinners Team. Die Hunde machen da auf jeden Fall einen guten Job, haben gerade auch sehr gut gedefensed. Also kann das eigentlich schon gar nicht mehr zu Ende gehen. 1 zu 3. Scheinbar geht da doch noch was für Flower, für Australien. Da ist jetzt noch einiges möglich, ihr Lieben. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. 5 Sekunden also noch in der ersten Halbzeit. Warte, 3 zu 2. Was ist denn jetzt los, ihr Lieben? Jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's hier aber ab. 2 zu 3. So schnell konnte ich gar nicht dahinterher gucken, ey. Was ist das denn hier? 3 zu 2. Und wir gucken gleich die zweite Halbzeit uns an. Und so schnell konnte ich leider da nicht hinterher, ihr Lieben. Ach du Scheiße. Es ging direkt los. Und das 3 zu 3, dieser Dino hat den Ball richtig heftig geschossen, einfach so reingeballert, das haben wir so schnell nicht sehen können, beziehungsweise so schnell konnte ich gar nicht auf den Weiterknopf gehen, Defense vom Dino, also hier ist echt was los, hier ist ja echt was los in dem Spiel zwischen Eileen und David, einiges auf jeden Fall los, der Dino macht auf jeden Fall einiges richtig gut. Wow, bin ich ja mal gespannt. Der Dino ist auf jeden Fall für Flower im Einsatz. Die Hunde, ihr wisst es ja, ist für David im Einsatz. 4 zu 3. Spielfußball bringt da anscheinend doch schon was mit dem Befehl. Also. Aber der Dino steht jetzt direkt vor dem Ball. Der könnte den Ball eventuell reinknallen, aber David macht das super clever. 5 zu 3 für Team Germany gegen Team Australien natürlich. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal weiter an. Kann David vielleicht das Ganze noch ausbauen oder kann Flower da noch ein bisschen rankommen? Der Dino hat ja gerade zur zweiten Halbzeit einen richtig guten Treffer absolviert hier. Es ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht kann das Häschen ja nochmal was bringen. David hat seine Hunde auf jeden Fall richtig gut trainiert. Das merkt man irgendwie. Das ist eine Einheit. Ja, das merkt man nicht überall. Bei mir hat man es nicht gemerkt. Trotzdem gewonnen, aber eine Einheit muss man schon sein mit den Befehlen und sowas. Das könnte eventuell zum Sieg heute führen. Hier beim Pet Soccer. Ich bin noch gespannt auf die weiteren Games. 28 Sekunden, ich glaube, die Messe ist jetzt so langsam gelesen. Der Hund blockt den Ball natürlich jetzt sehr, sehr gut. Und es bleibt beim 5 zu 3, ihr Lieben. So, jetzt also die nächste Partie. Das ist auf jeden Fall jetzt das letzte Spiel, was ich euch noch in der Gruppenphase zeige. Danach gibt es erst später die Halbfinals, denke ich. Also das Finalvideo, weil sonst wird das heute einfach zu lange. Gucken wir uns das einfach mal an. Wenn Eileen jetzt verliert, dann, ja, glaube ich, könnte das schon wieder das ausheißen. Och Mann, die Arme. Das tut mir wirklich leid. 1 zu 0 für Eileen. Für Bubu Boy. Das ist halt schon hart, was mit Eileen in letzterer Zeit so abgeht. Verliert oft auch in Luck Games, was natürlich immer sehr, sehr bitter ist. So, jetzt kann es weitergehen, nachdem der Gnom die ganze Zeit in der Mitte stehen geblieben ist. 2 zu 0 für Bubu Boy, also total easy
für Bubu im Moment und sein Gnom macht schon wieder, was er möchte. Er bleibt einfach stehen. Jetzt aber endlich hat's geklappt. Jetzt der Dino für Flower. Kann der da vielleicht irgendwas anrichten? Das wäre doch mal was Tolles, wenn das irgendwie funktionieren würde. Aber bisher sehe ich da leider keine Hoffnung für Tore. Es sei denn, da passiert schnell was. Aber ja, der Ball liegt jetzt halt bei Flower. 3:0 für Bubu Boy. 3:0. Und noch eine Minute Spielzeit hier in der ersten Halbzeit. Ja, ja. Spannende Kiste. Definitiv. Wer Platz 1 schaffen wird. Also jetzt in der Gruppe natürlich. Die Anweisungen bringen bei Bubu komischerweise sehr, sehr viel im Moment. Aber es passiert jetzt gerade nichts hier in der ersten Halbzeit. 3:0 ist natürlich auch ein Polster für Bubu. Das sollte, denke ich, im Endeffekt auch reichen. Zweite Halbzeit kann er das entspannt dann angehen. 20 Sekunden noch und dann haben wir das Spiel gleich schon beendet. Also das Video hier auch. Hier mit der Qualifikation. 3:2:1 und gleich geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. So, Eileen bricht also das Spiel ab, habe ich jetzt mitbekommen, und damit ist das Spiel mit 3:0 gewertet. Sie bricht auch das alles hier ab, gesamt auch eine Gruppe. Ja, die restlichen Spiele zeige ich euch jetzt nicht. Es gibt gleich auf jeden Fall ein Ergebnis von Basti und das werde ich euch dann gleich zeigen, liebe Leute. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir leider woanders angekommen. Wir sind jetzt hier nicht im Finale. Das hat einfach mehrere Gründe, was leider dazu geführt hat. Also, der erste Grund ist ganz klar gewesen, gestern hatten wir einfach ein Kuddelmuddel. Wir hatten einfach gestern eine Phase, wo kaum Leute da waren und es war ein bisschen ernüchternd, weshalb ich dann auch nicht aufgenommen habe, weil es einfach viel zu, ich weiß nicht, das ist einfach blöd gewesen. Die zweite Sache ist die, es war so, dass private Gründe dann noch ein Grund gewesen sind, weshalb ich dann nicht aufgenommen habe. Ich war dann für längere Zeit auch nicht im Hotel und konnte dann dementsprechend das Finale auch nicht mehr aufnehmen. Es war alles einfach ein bisschen blöd, ja. Es ist halt wie Haustierrennen 2018 oder 2016. Ich weiß gar nicht, ob das 2018 dabei war, ich glaube schon. Auf jeden Fall ist das wie Haustierrennen leider gefloppt. Das Spiel, es war ja das Spiel, was ich mir sehr gewünscht habe für Olympia 2020. Und dass es in so einer Tragödie auch endet, hätte ich auch nicht erwartet. Ist leider ein bisschen blöd gelaufen. Zumindest konnte ich euch ein bisschen die Gruppenphase näher bringen. Leider das Finale dann nicht mehr zeigen. Es war sowieso ganz, ganz komisch. Also die Gruppenphase war beendet. Eileen hat ja das Ganze dann hier von sich aus aufgegeben. Und dann war es so, dass wir, ich glaube, nur noch 3 oder 4 Leute im Raum waren. Und dann wurde das irgendwie zusammengewürfelt, dass da irgendwie ein Finale rausgespielt worden ist. Aber ehrlich gesagt hat das natürlich auch nicht viel mit Olympia zu tun. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass ihr das nicht mehr gesehen habt. Denn es war schon ein bisschen ernüchternd, auch für Bastita. Das war nicht schön, das war nicht toll. Leider muss es so einen Tag immer geben bei Olympia 2020, habe ich so das Gefühl, damals mit Haustierrennen eben. Aber gut, das ist einfach so, passiert, ist nicht schlimm. Und heute Abend geht es dann ja auch weiter, vielleicht dann auch mit einer besseren Stimmung meinerseits und dann natürlich auch mit einer besseren Kandidatschaft, die dann teilnehmen. Wir schauen einfach mal, was heute passiert. Jedenfalls, ja, gab es dann das kleine Mini-Finale, was ausgespielt worden ist. Zunächst muss man sagen, Flower ist auf Platz 7 gekommen. Sie hat ja aufgegeben, Imi auf Platz 6, war ja in meiner Gruppe, Sukram auf Platz 5, weil die beiden nicht mehr erschienen sind. Und dann war eigentlich nur noch Skinner da, ich war noch da, Simich war auch, glaube ich, nur noch da.
und Boo Boy ist dann irgendwann noch dazu gekommen. Und die haben dann untereinander zu dritt dann um die Medaillen gespielt, weil ich da nicht mehr wollte. In dem Moment war es einfach für mich alles zu viel und dann war ich für längere Zeit nicht da. Deswegen, ich hätte auch die Chance gehabt auf eine Medaille, habe sie verspielt, aber ganz ehrlich, Real Life geht natürlich vor, das darf man auch nicht unterschlagen. Wer sich fragt, wie sieht es denn bei dir aus, Marcel, bei mir ist alles wieder gut bei dem bestimmten Thema. Also das war einfach nur ein krasser Streit, der entstanden ist und das war's. Also es war auch nicht wegen Olympia oder so, dass ihr da mich nicht falsch versteht, das war schon wegen anderen Dingen. Und ich hoffe sehr, dass es für euch jetzt nicht so schlimm ist, dass ich das Finale nicht zeigen konnte. Ich meine, 2016, 2018 musste natürlich auch ein Fauxpas entstehen mit Haustieren. 2018, glaube ich, war das so, dass ich geschlafen habe, dass ich da eingepennt bin und das gar nicht mitbekommen habe mit Haustieren. Und dann habe ich die ganze Disziplin da verpennt. Und 2016 war ich, glaube ich, krank bei einer Disziplin und da hat es dann auch nicht geklappt. Also ist halt immer so bei Olympia. Ein Spiel muss immer blöd sein. Naja, auf Platz 3 ist dann in diesem kleinen Finale Bubu Boy gewesen. Auf Platz 2, das gönne ich Simi sehr, ist eben Simi mit Japan. Der hat bis dato auch noch gar keine Medaille gewonnen. Deswegen gönne ich ihm das. Skinner 59 auf Platz 1 für Deutschland. Das ist wichtig für Germany. Auch wenn das gestern Kuddelmuddel war, muss man sagen, es ist gut für Deutschland, dass wir jetzt Erster geworden sind. Denn im Medaillenspiegel wird es jetzt nochmal interessant, ihr Lieben. Also, Japan gönne ich es natürlich. Achso, zweimal Silber. Hat er vielleicht doch schon mal gewonnen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es jetzt für Deutschland in der Medaillen. In dem Medaillenspiel wirklich gut aus. Mit 8 Bronzemedaillen, 4 Silber, 4-mal Gold. Türkei allerdings hat 7 Gold, 2 Silber und 4 Bronze. Wir haben in der Summe natürlich mehr Medaillen. Allerdings müssen wir die 7 noch stürzen. Die 7 ist noch erreichbar, meiner Meinung nach. Und wir haben heute noch ein bisschen was zu tun. Wir haben jetzt noch 3 Spiele, die wir gewinnen müssten, aus deutscher Sicht. Und wir gucken einfach mal zusammen. Wir haben ja heute Zeit. Heute Abend findet der moderne Fünfkampf statt. Da habe ich vor, mitzumachen. Also wir schauen da erstmal, wie sich das entwickelt. Wenn da viele Leute kommen, kann es sein, dass die Deutschen ausgelost werden. Auf Platz 9, weil da soll immer ein Land spielen. Moderner Fünfkampf, versteht sich. 5 Leute nur. Dann am morgigen Tage haben wir Hallenhockey. Das wird auf jeden Fall, denke ich, ein Spektakel. Natürlich nach dem Skandal 2018 wäre das der Wahnsinn, wenn wir moderner Fünfkampf und Hallenhockey gewinnen würden. Haben wir schon mal 2. Und dann, ja, müssten wir eigentlich nur noch Stadtland Fluss oder Würfelrace oder sowas gewinnen, weil Fliegerrennen, kann man schon fast sagen, haben wir den Gewinner schon fast fest. Schwimmen, ja, schwierig. Bubu Boy ist ein Starker. Aber wir schauen einfach mal, was heute Abend passiert, ihr Lieben. Danke auf jeden Fall fürs Interesse an diesem Video. Zumindest habt ihr mal gesehen, wie Petsoccer funktioniert. Und falls es nochmal eine Olympiade gibt, ist, glaube ich, Petsoccer wieder raus. Also so schnell es drinne war, ist es dann auch wieder ganz, ganz schnell draußen. Gut, Leute, wir sehen uns dann nachher wieder. Dann aber hoffentlich mit einem schöneren Abend als gestern. Tschüss.